Und deshalb machen wir etwas anderes. Wir entfernen den Box Collider. Wir können nicht mehr sterben. Remove Component. Jetzt in diesem Moment können wir wirklich nicht mehr sterben und machen was Neues. Wir holen uns einen Mesh Collider. Hier bei Physics. Mesh Collider. Wir haben hier bei Physics. Haben wir verschiedene Collider. Character Con nee, Controller. Einen Box Collider hatten wir gerade. Ein Sphere Collider, das ist eine Kugel. Capsule Collider ist wie, halt wie eine Kapsel. V Collider ist wie ein Rad mit ausgerollten Dingen. Ein Trail Collider haben wir auch noch. Oder eben der Mesh Collider. Der Mesh Collider ist ein Collider, den man selbst machen kann. So ungefähr halt. Und wo ist er denn? Hier. Der hat jetzt aber noch kein. Doch, der hat jetzt halt als Mesh. Den Polysurface One. Also wirklich das hier. Das ist perfekte Detektion. Wirklich perfekt. Aber zu perfekt. Denn das würde jetzt sehr, sehr viel. Zum einen mehr Rechenaufwand brauchen. Weil wirklich dieser Bereich hier. Ich meine, wenn du hier getroffen wurdest, dann ist es wurscht. Also man könnte praktisch auch hier das hier sagen. Weil wenn du hier eine Detektion hättest. Dann hast du sie 100% auch hier. Das heißt, man könnte das noch hier verändern. Dann hat man hier ein bisschen weniger. Wenn man hier getroffen wurde zum Beispiel, wurde man garantiert auch schon hier oder hier getroffen. Dann könnte man das so machen und so weiter. Und im Endeffekt kann man das dann verkürzen auf zack, 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 zack. So ungefähr. Und es ist dann viel weniger Rechenaufwand wie jetzt, weil er hier wirklich alles berechnet. Jede einzelne Kante. Und so hätten wir dann halt nur ein paar Kanten. Das würde dann auch ein paar falsche Detektionen geben, wenn der Gegner zum Beispiel von unten, jetzt nur ein Beispiel, von innen des Bildschirms zu uns rausfliegen würde. Und zwar genau an diesem Punkt. Und wir hätten den Collider hier so rum. Und er fliegt genau an diesem Punkt vorbei. Er trifft das Schiff nicht, aber den Collider. Aber der Collider ist so nah dran, dass dieses False Detective, also fa diese falsche Auslösung, diese falsche De Kollisionsdetektion, dass die halt akzeptiert wird. Sagt man mal jetzt mal. Akzeptiert im Vergleich zur Rechenleistung, die sonst nötig wäre, um eine perfekte Detektion hinzubekommen. Und dann nehmen wir Drag Sample Ship Mesh Collider FBX into Models Folder. Das ist der hier. Den holen wir jetzt in Models rein. Der hier und den rüsten wir jetzt aus. Da holen wir jetzt nämlich den. Wo ist er denn? Hier. P-Cube 1 ist er. Und der ist jetzt viel zu klein. Wo ist er denn? Weil der hier auf 0,01 ist, den setzen wir auf 1 und akzeptieren. Und jetzt müsste der eigentlich passen. Nee, nicht. Okay. Ich habe schon wieder irgendwas für einen Arsch falsch gemacht. Select Simple Ship Mesh Collider, set Scale to 1 and press Apply. Select Player, change Mesh Collider from Polysurface 1 to P-Cube 1. Habe ich gemacht. Tap if Mesh Collider wants to collide with other Mesh Colliders, convex needs to be checked, but you are limited to 250 triangles per Mesh. Ah ja. Im Prinzip ist was ähnliches wie das, was ich gerade erzählt habe. Ah, jetzt. Jetzt wird angezeigt. Das hier ist er jetzt. Hier, man hätte hier zum Beispiel einen False Detective, hier und hier auch, aber das wird halt akzeptiert. Dafür hat man hier ein False Positive Detective und hier ein False Negative Detective. Hier würde er, wenn der Gegner hier vorbeifliegen würde, hätte er das Schiff getroffen, aber es wurde nicht detektiert. Im Vergleich. Anders dazu, wenn er hier jetzt vorbeifliegen würde, hier, dieses Stück hier, er hätte
ganz knapp Millimeterarbeit das Schiff nicht getroffen, aber es wurde eine Kollision detektiert. Und das gleicht sich halt dann im Endeffekt eigentlich nicht aus, aber egal. Das ist halt viel einfacher zu berechnen, weil das einfach nur berechnet werden muss, ja, du hast hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanten und das sind jetzt, das sind dann 1, 2, ja, 6 plus, vorne, hinten sind insgesamt 8 Seiten, die berechnet werden müssen, ein wirklich sehr kleiner Körper und das passt dann schon viel eher. So, dann Drag and Texture. Jetzt kommt die Textur. Wo haben wir denn die Textures? Hier. Und jetzt wollen wir unseren Player nicht mehr als gelbes Flugzeug haben, sondern als unser Simple Ship. Jetzt sollten wir das aber wieder auf weiß machen. Und jetzt haben wir unser... Was ist denn da jetzt schon wieder los? Extra Update Message. Egal. Save Project. Jetzt haben wir ein Schiff. Ein richtiges Schiff. Das sieht so aus. Es fliegt wie ein Schiff. Es ist ein Schiff. Bloß Kosmetikarbeit müssten wir jetzt wieder machen bezüglich der Laser und der Torpedos. Die, wenn ihr seht, die sind ein bisschen zu weit seitlich. Das wird noch. Nee, das ist auch schon zu weit oben. Und unser Schiff fliegt durch die Weiten der Galaxien. Und wurde zerstört. Fail. Okay, was haben wir noch? Das haben wir gemacht. Change Color to White haben wir auch gemacht. Eben, weil es sonst ein bisschen komisch aussieht. Wir könnten ihn ja mal ein bisschen wütend machen. Hier. Okay, das ist zu viel Rot. Machen wir ein bisschen weißer. Hier. Es sind immer noch die Farben erkennbar, aber eben mehr rötlich. Mit was machen wir jetzt weiter? Wir sind fast fertig. Wir haben nur noch diese zwei Absätze. Check it out. One problem. Laser comes out of the middle of the ship. Habe ich bereits angesprochen. In PlayScript Discussion. Bounding box values instead of local scale on firing projectile. So, das heißt, nehmen halt den Local Scale und der ist halt ungefähr. Moment. Machen wir den mal kurz aus. Und den auch. Mist. Klappt nicht. Oder Moment. Würde das. Nein. Okay, egal. Also auf jeden Fall, hier wäre halt Local Scale. Hier ist die Mitte. Und Local Scale haben wir auf 1,2, das ist ungefähr hier oder was weiß ich. Und das passt halt nicht mehr. Und deswegen nehmen wir den Collider. Weil der Collider wirklich diese Größe hat. Oder besser gesagt, vielleicht war es ein selbstgemachter, das ist jetzt eine kleine Theorie von mir, weil es eine selbstgemachte Oberfläche ist, ein Meshfilter, dass dort die Größe und Breite nicht eingegeben ist und deshalb nicht gelesen werden kann, deshalb ist sie 0 bei Local Scale und weil das ja der Scale wird ja mit der Größe und so weiter multipliziert und deshalb ist sie vielleicht 0 in der Berechnung und egal, ich verwirre mich selbst. Was wir machen ist Public Float Projectile Offset und zwar in PlayerScript. So, public float client projectile offset the offset of the projectiles. So, change fire projectile to make the 3 position plus projectile offset. Okay. Das ist viel Arbeit. Okay, machen wir es trotzdem. So, ich lasse jetzt mal die perfekte und die genaue Position und mache einfach nur hier Projectile
Offset mache ich hier auch. So, Projector Offset, das gleiche hier auch. Projector Offset und dann hier nochmal. Projector Offset hier ebenfalls nochmal. So, dann müssen wir hier auch nochmal. Das ist jetzt für die Torpedos. Und hier. Dann haben wir noch hier Projector Offsets. Das müssen wir jetzt überall machen, das ist ein bisschen langwierig, sage ich jetzt mal. So, Project Offsets, hier auch nochmal. Eigentlich fast überall nochmal. Project Offset und hier auch. Das ist wirklich viel Arbeit, das alles zu ändern. Es ist eine einzige Sache, die wir ändern und die kostet so viel Arbeit. Also viel Arbeit an Zeit gemessen jetzt. So, Projector Offset. Und dann haben wir hier noch die Raketen. Da wollen wir das natürlich auch ändern. So, hier Projector Offset. Fast geschafft. Hier noch. Und noch ein letztes Mal. So. Dann find out correct offset in Unity, change field to 1,2f. Okay. Wir machen jetzt einfach mal 1,2f. Und schauen mal, ob das bei uns passen würde. Nicht wirklich. Vielleicht ein paar Punkte weiter. So, plus Projector Offset machen wir doch mal. Das 1,2 ja fast gar nichts. Machen wir doch mal 10. Project. Aber kann es sein? Hier 0. Ich mache das auf Private und setze wieder auf 1,2 zurück. So, jetzt ist es auf 1,2 gesetzt und ja, passt doch eigentlich. Ist wieder die Spitze. Das passt jetzt zwar nicht so ganz. Das wir hingegen schon. Waffe schon verbessert. Das passt noch nicht ganz mit den Torpedos, aber ich lasse es mal. Ihr könnt es natürlich verschönern, wenn ihr wollt. Soll ich es verschönern? Wir wären eigentlich fertig, oder? Wir wären eigentlich fertig. Ja, dann verschönern wir das eben noch schnell. Müsste ein bisschen runter. Für den Laser hat es gepasst, für die Torpedos nicht ganz. Da müsste es ein bisschen runter. Mal. Die Hälfte vielleicht durch 2.
2, schauen wir mal. Ja, ich finde, das passt schon eher. Also ich mache das jetzt nicht perfekt, aber immerhin passt es fast. So, dann werde ich das jetzt für die restlichen auch noch ändern. Das hier durch 2. Durch 2. Durch 2. Und dann hier auch noch. So, was man jetzt noch bedenken müssen, die Raketen zum Beispiel, die hier schießen ja auch von der Seite. Das heißt, hier müssten wir auch noch die Hälfte nehmen bei den Raketen. Und auch beim Laser. Der hier schießt geradeaus, die hier schießen auch geradeaus, aber der hier nicht mehr. Das heißt, hier müssten wir auch die Hälfte nehmen. Und jetzt können wir ja mal schnell schauen. Also, das hier sieht gut aus. Das hier sieht auch gut aus. Das hier auch. Dann holen wir uns doch mal gleich die nächste Verbesserung und ich hoffe, ich sterbe nicht. Ah, den kriege ich noch. Ja. Okay, die nächste Verbesserung sieht auch noch gut aus. Sieht auch gut aus. Und das sieht auch gut aus. Ah, fast. So, und die letzte Verbesserung. Wo ist er denn? Da ist er. Nein, 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 nein. So, die letzte Verbesserung. Jo, sieht gut aus. Zumindest einigermaßen. Das sieht schon viel besser aus. Finde ich zumindest. Jo, das geht auch. Ah, hier sind gerade zwei. Nein, er hat uns zerstört. Wir hätten schon einen Score von 5000. 10.000 muss man schaffen. Wir hätten also fast das Spiel gewonnen. Ist aber jetzt egal. Wir sind mit dem heutigen Tutorial fertig. Wir haben fast 2 Stunden gebraucht. Insgesamt ganze 5 Videos. Und dann würde ich meinen, speichere ich jetzt noch einmal alles ab. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles gemacht? Wir haben gemacht. Wir haben gelernt, was Coroutines sind. Nämlich Funktionen, also Methoden, die zeitlich pausieren können. Und dann einfach an der Stelle weitermachen, an der es hieß, dass sie weitermachen sollen. Dann haben wir gemacht, dass unser Schiff jetzt richtig zerstört wird. Also wirklich für 1,5 Sekunden unsichtbar ist und dann wieder weiterkommt. Wir haben hinzugefügt die Anzahl der Gegner, die wir nicht getroffen haben. Wir haben uns ein Menü gemacht, haben gelernt, wie man Schaltflächen erzeugt, wie man sie benutzt. Wir haben ein Loose-Bildschirm hinzugefügt, wir haben gelernt, wie man Level lädt. Wir haben ein Win-Bildschirm gemacht, Sieg- und Niederlagbedingungen eingeführt. Wir haben Hintergründe hinzugefügt, gelernt, wie man das macht. Wir haben uns einen scheinbar beweglichen Hintergrund, also der Hintergrund hier ist ja nicht einfach nur so fest, sondern es sieht aus, als bewegt er sich, als würden wir wirklich an den Sternen vorbeifliegen, obwohl wir in Wirklichkeit uns überhaupt nicht bewegen, sondern die Plane. Und wir haben gelernt, wie man mit eigenen, also nicht eigenen, sondern wie heißt das?
anderen als die Basis-Models, also zum Beispiel hier das Schiffmodell, das ist ein selbstgemachtes, wie man damit umgeht, wie man sie importiert und so weiter. Wir haben gelernt, beziehungsweise was die Colliders angeht, mit Kollisionsdetektion, was zu viel ist, was zu wenig ist, welche Risiken man eingeht im Vergleich, um ein gutes Balancing zwischen Spielgeschwindigkeit, also im Sinne von Laufzeitberechnungen und so weiter und FPS-Anzahl und zwischen Fehlerdetektionen einzugehen, ein gutes Balancing. Wir haben unser Schiff ein Aussehen gegeben und haben es, ja, im Prinzip war es das. Okay, dann würde ich meinen, sehen wir uns beim nächsten Mal in der Hausaufgabe wieder. Also, ciao!